So. Da müsste ich jetzt auch schon drauf sein. Hoffentlich. Gucken wir mal, ob das gleich klappt. Ob schon die ersten Leute mich hören können. Du hörst mich, okay, das heißt, ich bin zu sehen. Oder zu hören zumindest. So, das war ja auch gerade eine Aktion. Der eine ist auf dem Klo, die andere geht kotzen. Dominik ist fleißig im Chat. So, ist noch jemand da? Hat sonst noch jemand mich auf dem Schirm? Oh, da läuft der Wolf entlang, ist ja schön. Oh, jetzt müssen die Texturen noch ein bisschen nachladen, gerade sehe ich hier. Ja. Ja, tatsächlich. Du bist sehr fleißig hier gerade bei mir immer. Da, also, das stimmt schon. Also, dir scheint es hier wirklich zu gefallen. Das merke ich. Das freut mich auch, Dominik. Schön, dass du auch da bist. So, wir sind noch in bei den Outlaws. Und wir sollen ja eigentlich jetzt diesen Ryan töten, oder? So war das doch. Wir sollten doch für... Ja, wo war das? Wo war das? So, wo war denn das? Liebes Versteck. Nee, ich sollte doch wirklich für einen Laufbursche des Größenwahns. Nee, das war's nicht. Das war was ganz anderes. Brüchige Macht. Ich glaube, das ist das, oder? Hier ist nämlich Red, Blake und Ryan. So, das markiere ich mir dann mal. Muss es so nicht Teile für die Bombe suchen? Ja, aber das ist ja das Gute an so Rollenspielen. Du kriegst ja unglaublich viele Aufgaben und es liegt ja an dir, in welcher Reihenfolge du die angehst und wiefern das Sinn macht. Und das mit der Sei Bombe. lieber still. Oh, da, okay, dann bleib ich halt still. Okay. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ich wollte doch nur etwas erklären. Und jetzt sagt mir der Typ hier, ich soll still bleiben. Naja, gut. Denn jetzt sollte ich ja was für Red machen. Ich möchte ja immer noch hier aufgenommen werden bei den Typen. Also. Ach, ich muss hier aus dem Lager raus. Das mit der Bombe ist wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen zu schwer, weil das ist überall auf der Welt verteilt. So, das ist Ryan. Request. Ja, das ist ja im Prinzip ein Open-World-Game. Genau, exakt. Verpiss dich! Der ist auch freundlich.
Verpiss dich selber, du Arsch. Legst du es drauf an, Junge? Ich kann dir auch einfach die Fresse polieren. Dich hole ich mir! Oh, okay, ja, jetzt geht's hier Ramazamba. Der Typ will kämpfen. Und wir machen den auch kalt, das ist ja unsere Aufgabe. Denn er ist die Wache von Blake. Und Red möchte ja selber Wache von Blake werden und auf dieser Warteliste nach oben rutschen. Das heißt, Ryan muss weg. So. Oh, okay. Hier darf ich nicht runterfallen. Das wäre ein bisschen bitter. Oh, jetzt schießt er auf uns. Ja, natürlich. Okay. Das war auch das Spiel, womit ich dich kennengelernt habe. Echt? Bei dem Spiel warst du zum ersten Mal dabei? Naja, cool. Dann auch noch bei dem, also... Das ist ja super. Ich wollte nämlich eigentlich bei Twitch nur anfangen, um das zu können auch. Also, ich habe vorher angefangen, andere Spiele zu spielen, aber das war quasi immer nur so ein bisschen wie so ein Test und so. Und wurde aber immer ein bisschen mehr draus. Irgendwann habe ich dann ganz gerne gestreamt, aber eigentlich wollte ich tatsächlich nur dieses Spiel hier streamen. Jetzt bleib ich hier hängen. Aber zum Glück hat man das Stream generell ein bisschen Spaß gemacht, weil da hat man jetzt auch ein paar nette Leute kennengelernt. So, wer ist denn jetzt schon wieder alles dabei? Ist jetzt nur der Dominik wieder dabei? Die anderen sind verschwunden. Kiki hängt wahrscheinlich noch über dem Klo. Und wenn nichts kam, wurde genervt. Was? Wie? Wo? Wer nervt? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich, weil ich jetzt gefragt habe, oder was? Wenn er noch da ist, ich habe nur aus Interesse gefragt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt geklappt hat. Ach so, nee, ist, muss ja nicht schreiben. Nee, ich wollte nur wissen, wer jetzt alles noch da ist. Wer jetzt noch überlebt hat, quasi. So, okay. Dann gehe ich mal zurück zu Red. Ich glaube, der klärt das Stream neu starten, sonst läuft es nicht für die Zuschauer. Stream neu starten? Moment, jetzt bin ich gerade echt irritiert. Du mach weiter da. Ich bin jetzt total irritiert. Ich mach jetzt wirklich einfach mal weiter. Okay, ich sag jetzt einfach mal Red Bescheid. Ryan lebt nicht mehr. Sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit Blakes Liste manipuliert und wieder zwischen seine Sachen gesteckt. Es würde etwas komisch kommen, wenn ich jetzt zu Blake gehe und ihm sage, dass sein Leibwächter gestorben ist. Am besten machst du das. Woher sollte ich das wissen? Was? Du meinst, dass sein Leibwächter tot ist? Er könnte denken, dass ich ihn getötet habe. Na und wenn schon. Selbst wenn, glaube ich nicht, dass er dir sonderlich böse wäre. Er ist es schließlich gewohnt, dass ihm seine Bodyguards reihenweise wegsterben.
Geh einfach zu ihm und sag, dass du seine Leiche gefunden hast. Am besten erwähnst du auch noch, dass er jetzt einen neuen Bodyguard braucht. Er kann manchmal etwas schwer von Begriff sein. Alles klar. Gut, dann komm wieder zu mir, wenn du ihm Bescheid gegeben hast. Ach so. Okay, bei dir war der abgebrochen, oder? Okay, komisch. So, dann gebe ich aber Blake mal Bescheid, dass jetzt der gute Ryan tot ist. Ich habe deinen Bodyguard gefunden. Was soll das heißen, gefunden? Er ist tot. Verdammte Scheiße, schon wieder? Ist dir denn jeder Arsch zu unfähig, um mal am Leben zu bleiben? Du wirst dir wohl einen neuen suchen müssen. Ich weiß. Glücklicherweise habe ich erst vor kurzem eine neue Liste mit vertrauenswürdigen Leuten bekommen. Wird Zeit, dass ich da mal einen Blick drauf werfe. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Musst ein neues Schild setzen, sonst killen die deine Burg. Okay, du redest wahrscheinlich wieder von deinem Handyspiel. Ja, mach du mal. Ich kümmere mich dann derweil um meine Angelegenheiten hier. Ist dir diese Information nichts wert? Ja, schon gut. Hier hast du ein paar Splitter. Und jetzt verschwinde. Boah, das war jetzt ganz schön dreist von mir. Ich habe ihm quasi gesagt, dass sein Typ tot ist. Und dann eine Belohnung für die Info verlangt. Dabei habe ich den ja gerade getötet. Naja. Okay, Blake. Red, meine ich jetzt. Ich habe Blake Bescheid gegeben. Alles klar. Dann warten wir jetzt, bis er zu mir kommt. Ich habe auch eine Idee, was du in der Zwischenzeit machen könntest. Wie wär's, wenn du zu Doc gehst und uns ein bisschen Stoff zum Feiern besorgst? Vor allem sein Aussehen ist bedrohlich, aber seine Stimme ist so eine Mickey-Maus-Stimme. Du meinst jetzt hier den Red wahrscheinlich, ne? Also, der ist ja auch so der unterste Typ, der hier rumkriecht und bei den Ratten lebt tatsächlich. Der hat ja selbst diese Rüstung, die er gerade trägt, hat er sich ja erhandelt. Normalerweise trägt er auch so Stofffetzen nur. Ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Mach dir keine Sorgen und lass den guten Red nur machen. Das Ganze ist quasi schon in trockenen Tüchern. Hier hast du ein paar Splitter. Das sollte ausreichen, um beim Doc ein bisschen was zum Feiern zu kaufen. Wo hast du denn plötzlich die Splitter her? Frag lieber nicht. Wenn ich etwas will, dann kriege ich es meistens auch, mein Freund. Und sag dem Doc, er soll dir etwas von dem besonderen Zeug mischen. Sag ihm einfach, ich schicke dich. Ich glaube, da kommt Blake schon. Wir sehen uns dann später wieder hier. Okay, so, jetzt bin ich mal gespannt, was die miteinander reden. Hey, Red! Blake, mein Freund, was hast du auf dem Herzen? Ich habe ein Jobangebot für dich. Wie immer schnell bei der Sache, was? Worum geht es? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass du so jemand bist. Aus sicherer Quelle also? So. Ja, ich brauche einen neuen Bodyguard. Ist zu unzuverlässig geworden. Unzuverlässig? Ja, du weißt ja, wie das ist. Er war dauernd nur am Saufen und am Rumruhen. So jemanden. Verstehe. Was muss ich denn bei dem Job so tun? Komm mit. Ich zeig dir, worum es geht. Okay, dann geh vor. Ich folge dir. Ja, nämlich. Na gut, dann gehen wir zum Doc. Man hört voll meine Atmung. Oh. Echt? Ist das so laut? Das ist die Rüstung, die ich irgendwann mal haben will. Ah, die ist schon super. Mit dem Helm auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr Judge Dredd kennt. Aber daran erinnert mich das ziemlich. So. Cindy kann uns nicht sagen, wer der Dieb ist. Das kann nicht sein. Scheiße. Dann werden wir wohl blind suchen müssen. Sprich mit den Armen. Die Armen klauen. Sie klauen oft und sie klauen viel. Bei ihnen haben wir große Chancen. Und jetzt such! Red schickt mich ein paar Stims zu holen.
Die gute alte Ratte also. Ja, ja. Er sagt, du sollst... Ich weiß. Der gute Doc weiß das. Ich, das besondere Zeug, richtig? Ja? Genau. Kein Problem. Gehe. Ich mach das. Ich regel das. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Komm in einer Stunde wieder. Dann bin ich fertig. Ja, tatsächlich, seine Stimme, der hat auch irgendwas genommen. Der stellt ja auch genauso Zeug her, was man nehmen könnte. Dieses Stims nämlich. Ich penne mal in seinem Bett und schlafe mal bis abends. Dann sollte er fertig sein mit dem Herstellen der besagten Aufputschmittel. Komm näher, ich hab deine Bestellung. Seid vorsichtig damit, ja? Ich hab mich damit selbst übertroffen. Viel Spaß damit. Und jetzt flieg, Vögelchen, flieg. Ja. Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Wieso stotterst du dann? Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere, sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings. Ich werde nie wieder Stims brauchen. Ach so, okay. Er ist also quasi wahrscheinlich dauerhaft high durch seinen Unfall. Ah ja. Okay, dann reden wir mal mit Red wieder. Gucken wir mal, ob er jetzt der neue Bodyguard ist. Blake ist nicht mehr da, kapiert, mein Freund? Und er wird auch nicht mehr wiederkommen. Wenn du ab jetzt etwas brauchst, dann kommst du zu mir. Ich bin jetzt ein neuer Vorgesetzter. Scheiße, Mann. Was hast du mit ihm gemacht? Das braucht dich nicht zu interessieren. Glaub mir, mein Freund, dich werde ich mir auch noch vorknöpfen. Hast mich ausgelacht, als ich ins Lager kam. Hast mich mit zwei Splittern abgespeist, als ich dich angebettelt habe. Ach, komm schon. Das hatte ich so nicht gemeint. Komm hier jetzt nicht mit Entschuldigung. Dein Arsch gehört jetzt mir. Und wenn du nicht gehorchst, schmeiß ich dich in die Grube. So eine Scheiße. Du bist echt irre, weißt du das? Und stolz darauf. Und jetzt geh mir aus den Augen. Okay, Red ist jetzt Crazy Red und er hat sich nochmal höher gearbeitet, denn er trägt jetzt Blakes Rüstung. Er hat anscheinend Blake umgebracht und seine Position hier eingenommen. Okay. Herzlich willkommen zurück, mein Freund. Was ist denn jetzt passiert? Weißt du, der Bodyguard-Job war nichts für mich. Wundert mich nicht. Schau dich mal an, Red. Für dich heiße ich ab heute Crazy Red, verstanden, Ray? Wenn du meinst. Wie dem auch sei. Ich dachte mir, Blakes Job liegt mir viel mehr. Ich musste nur nah genug an ihn herankommen, ohne dass er hier im Fort ist. Und ohne dass sein Bodyguard Ryan bei ihm ist. Und du hast mir dabei geholfen. Oh ja. Was ist jetzt mit Chloes Schulden beim Duke? Blake hat mich mit dem Blutigen bekannt gemacht und mir gezeigt, wo er die Splitter von Chloe versteckt. Du kannst William sagen, dass Chloe ab jetzt wieder bezahlen wird. Ihre ausstehenden Schulden werde ich ihr geben. Ah ja. Wie kann er so weit von unten nach oben kommen? Naja, der hat halt geschickt gehandelt. Der ist halt schlau gewesen und hat sich halt hochgearbeitet. Leute verpetzt, unter anderem mich und Leute umgebracht. Und dann ist er halt in der Hierarchie nachgerutscht. Und was ist mit meinem Anteil? Immer mit der Ruhe, mein Freund. Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Bei unserer ersten Begegnung hast du mir 50 Splitter überlassen, falls du dich erinnerst. Jetzt, da ich es geschafft habe, möchte ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Ich habe sogar noch mehr für dich. Boah, 1000 Splitter! Aber rede mit niemandem darüber, verstanden? Du wirst schon merken, was die Kralle bedeutet, wenn es soweit ist. Solange halte daran fest. Verlier sie nicht.
Ich sagte doch, Freundschaften zahlen sich aus. Und wer weiß, vielleicht kann ich dir auf deinem weiteren Weg hier bei den Outlaws nochmal zur Hand gehen. Sofern du dich entscheiden solltest, dich uns anzuschließen. Aber jetzt muss ich mich wieder um meine neuen Pflichten kümmern. Wir sehen uns, mein Freund. Ich habe hier noch die Stims, die ich besorgen sollte. Ach, die? Die waren nur dazu da, um dich abzulenken. Die kannst du behalten, wenn du möchtest. Ich nehme das Zeug momentan nicht mehr. Ich muss mich erstmal in meinem neuen Posten zurechtfinden. Aber hey, mehr für dich, mein Freund. Viel Spaß damit. Ja, der ist auch echt nicht in den Stimmbruch gekommen, das stimmt. Zeig mir deine Ware. Na gut. So, hat er jetzt auch ein größeres Angebot. Mechanikermütze. Das Schachterhemd. Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall will ich mich denen hier anschließen, dann krieg ich sowieso eine neue Rüstung. Aber ich rede mal mit dem Arena-Typen. Denn ich muss auch Arena-Kämpfe bestehen. So, das ist nämlich der Chef hier der Arena. Hey, du da. Ich habe einen Job für dich. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Mach das doch selbst. Bist du auf Stims oder einfach nur blöd? Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Ja, das klappt. Du willst also den Duke entmachten? Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Naja. Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Weil ich die größeren Eier habe. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Schau andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen. Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen. Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Nee, du willst nicht sehen. Mark brüllt voll rum. Okay. Da kann man nichts machen. Doch. Aber genug davon. Das Gequatsche bringt uns nicht weiter. Wie lange kämpfst du schon in der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Der zockt so ein Battle-Game, ach so. Okay, dann fragen wir ihn mal, wie wir hier in der Arena zu Sieg und Ruhm... Nee, zu Ruhm und Ehre kommen.
nachdem wir gesiegt haben. Wegen der Arena. Wie sind die Regeln? Wir haben kaum Regeln. Wähle deinen Herausforderer und triff dich mit ihm in der Arena. Sobald ihr drin seid, kurze Absprache, ob es losgehen kann, und dann schlagt ihr euch die Fresse ein. Nach dem Kampf kann man dann bei mir das Preisgeld einstreichen. Das bekommst du natürlich nur, wenn du auch den Kampf gewonnen hast. Andernfalls gibt's außer ein paar Beulen gar nichts. Gut, sonst noch was? Ja, Begleiter haben in der Arena nichts verloren. Du wirst dich den Kämpfen alleine stellen müssen. Ja, das hatte ich eben schon gesehen, Dominik, genau. Red hat am Anfang später gebettelt, genau, und die hat er dafür investiert, für seinen Plan. Er hat wahrscheinlich noch ein paar Splitter gebraucht, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Und jetzt ist er natürlich, jetzt hat er ordentlich Kohle und eine gute Position im Lager. Ja, jetzt kann er damit auch um sich schmeißen. Wen kann ich herausfordern? Die meisten hier wurden von mir so verdroschen, dass sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Aber ein paar Kerle lassen sich noch immer auf einen Kampf ein. Einerseits, weil sie auf ein paar Splitter hoffen und andererseits, weil sie sonst nichts können. An deiner Stelle würde ich mal mit Ike und Gunn reden. Und ab wann kann ich dich herausfordern? Sobald du mit den beiden den Boden gewischt hast und im Auftrag des Dukes handelst, lasse ich mich dazu herab. Vorher bist du es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeude. Gut, okay, also Ike und Gunn, dann reden wir doch mal mit den beiden Burschen. So, was ist denn hier? Hier ist nämlich Gunn. Ah, der Neue im Fort. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Ja, die Kulleraugen wieder, genau auf der Rüstung vom Visagal Big Jim, ne? Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Ich gebe dir mal die großen Batzen Splitter. Das ist mehr als genug. Junge, Junge, du willst dir was verdienen und schleppst so eine Summe mit dir herum? Ich sollte dich wohl eher fragen, wie du an so viel Elexit gekommen bist. Hast du Ike schon zum Arena-Kampf herausgefordert? Nein. Dann hör gut zu. Der Typ ist total durch. Zieht sich jeden Mist rein und genau das ist seine Schwachstelle. Füll ihn vor dem Kampf mit Alkohol ab und überrede ihn dazu, dass er sich einen Schuss setzt. Dann solltest du leichtes Spiel mit ihm in der Arena haben. Aber Achtung, verpasst er sich eine Überdosis und krepiert, lässt Big Jim nix springen. Und weiter? Was hältst du davon, dich auf Kosten anderer zu bereichern? Solange ich einen Nutzen daraus ziehen kann, ist es mir egal. Dann wirst du sehr zufrieden sein mit dem, was ich dir nun anbiete. Ich kenne ein paar überbezahlte Leute, die sich in der Vergangenheit wenig solidarisch verhalten haben. Sie mussten keine Splitter für ihre Verstöße abdrücken. Und umso mehr haben wir ehrliche Leute geblutet. Und wie soll mir das jetzt helfen? Weil ich hier ihre Schuldscheine habe und du sie damit abkochen kannst. Wedel einfach vor ihrer Nase damit und sag ihnen, dass ihre Frist abgelaufen ist. Oder aber du verkaufst sie an einen Händler. Bringt sich auch ein paar Splitter ein. Und da du mir eine große Summe Elexit gegeben hast, zauber ich noch ein Ass aus dem Ärmel. Elmar muss irgendwo einen Tresor oder einen Behälter gebunkert haben, der mit einem Passwort geschützt ist. Bisher habe ich ihn nicht gefunden, aber wenn du ihn findest, lautet das Passwort 1337. Hier, nimm diesen Fetzen als Erinnerung, falls du den Code vergisst. Ja, schöne Federärmel und coole Sonnenbrille. Ja, danke, aber die Rüstung wird noch gewechselt, auf jeden Fall. Wenn ich dann endlich mal hier einer von den Outlaws bin. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag.
Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden. Und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Also Respekt willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Für die Menge später würde ich dir dienen, ja. Okay, dann versuche ich mal mit Ike zu reden. Der war da hinten. Ach, hier ist er. Hey. Hey, neu hier, was? Kann man so sagen. Krass, echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Erzähl es mir. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheißhauspapier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre. Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Du kämpfst also in der Arena? Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Wer spielt gleich Minecraft und kann das Kind vom Brüllen abhalten? In welchem Sinne? Dass man gegen ihn spielt und ihn da fertig macht, oder was? Ich glaube kaum, dass du zum Kämpfer taugst. Was laberst du denn für Müll? Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße. Sogar süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergefüge zu kämpfen? Das Ach so. Kannst du vergessen. Ich habe hier einen Schuldschein. Ah, klasse, mir sind nämlich die Filter ausgegangen. Du sollst ihn nicht rauchen, du sollst ihn dir ansehen. Der Lappen sagt doch eh nur, dass ich dem Duke ein paar Splitter schulde. Jetzt schuldest du sie mir. Du kommst hierher und machst einen auf wichtig, ey. Mach mal halblang. Gib das Elixid raus, mehr verlange ich nicht. Na, weißt du was? Ich hab eh keine Böcke auf Streit. Hier... Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Ich bin derbe drauf. Stoff, zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Genau, Gunn hat ja gesagt, wir sollen ihn betrunken machen und dafür sorgen, dass er sich einen Schuss setzt, dann ist er leichter zu besiegen. Auf einen fairen Kampf. Nee, wenn ich mir jetzt einen kippe, mache ich es dir viel zu leicht. Hier, hast es wieder. Na, natürlich kann ich nichts. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. Ich kann ihn nicht überzeugen, verdammt. Dann müssen wir ihn wohl so bezwingen. Mit schlechter Rüstung, schlechter Waffe. Und das kommt jetzt komplett nur auf meine Skills an. Hört sich an, als hätte der TB. Was ist der TB?
Ich kenne den Typen. Ich warte hier. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Tja. Okay, ja, so gut kriegen wir den jetzt eigentlich auch ganz gut platt. Okay, Ike ging ja. Tuberkulose, okay. Mir brummt der Schädel. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. So, dann haben wir jetzt auch mal das Business mit dem erledigt. Der ist nämlich auch ein bisschen anstrengend, wenn man mit dem redet. Okay, dann reden wir mit Big Jim. Wo war der denn jetzt nochmal? Achso, ja, wir sind schon wieder zu weit gegangen. Und jetzt setze ich mich irgendwie auch so sehr auf diese Kiste. Das war jetzt auch nicht gedacht. Schleichst du etwa? Nein, ich renne gerade offensichtlich. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. Eieiei. Ich glaube, der Ike wird sowieso an der Überdosis sterben. Also das, irgendwann hat sich's ausgeeigt. So, dann probieren wir als nächstes doch mal den Gun herauszufordern. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Ich glaube, der ist nämlich ein bisschen... Ich weiß, von wem du redest. ...stark. Ich warte hier. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Bereit. Wow. Okay, der hat uns gerade schon fast getötet. Ich warte hier. Läuft aber jetzt besser, als ich jetzt gedacht hätte. Wow, okay, gut. Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetragen. Stimmt, die Ratte, das war auch nicht gewollt. Ich kann meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Ich höre. Klären wir das lieber außerhalb der Arena. Es muss ja keiner hören, was ich dir unterbreite. Also bis gleich. Okay, er hat anscheinend irgendeinen Trick, mit dem ich Big Jim einfacher besiegen kann. Wie kannst du das sagen? Das ist
Sonnenbrillen-Duell, ja. Irgendwie schon, ne? Aber hier in der Wüste, die coolen Typen hier, die brauchen sowas. Also, wie kann ich Big Jim schnell erledigen? Da mir durch den verlorenen Kampf eine Menge Kohle entgangen ist, kann ich dir natürlich nicht umsonst unter die Arme greifen. 500 Splitter und wir sind im Geschäft. Und als kleine Entscheidungshilfe gebe ich dir Folgendes mit auf den Weg. Wenn du vorhast, uns beizutreten, führt kein Weg an Big Jim vorbei. Also solltest du mein Angebot annehmen. Was war mit der Ratte? Die Ratte habe ich aus Versehen getötet. Die war in der Arena. Ist da ein bisschen rumgekrabbelt und man hat so ganz kurz gehört, dass ich die mit der Axt erwischt habe. Das war nicht geplant. Mein Helfer muss ich nicht bezahlen. Der läuft mir hinterher, weil ich ihm geholfen habe bei irgendeiner Sache. Ich habe ihm nämlich seinen Steckbrief zurückgegeben, anstatt ihn auszuliefern. Und dadurch hat er gesagt, er ist mir so dankbar, dass er mir folgt. Und so ist das im Prinzip mit allen Begleitern. Die haben alle irgendeinen Grund, einen kostenlosen Grund, warum sie mir folgen möchten, aus der Patsche geholfen habe oder sonst irgendwie was. Du hast von mir schon genug Splitter bekommen. Ja, aber das war ein anderer Fall. Nicht in meiner Welt, also? Jetzt hast du mich ganz schön kalt erwischt. Aber gut. Gib dem selbstgefälligen Arschloch das hier zu trinken und er hat nach ein paar Schlägen genug. Dieses Gemisch schmeckt wie der beste Schnaps, macht aus dir aber den größten Waschlappen. Er wird doch sicher misstrauisch. Ach was, sobald er das Zeug nur riecht, vergisst er alle Vorsicht. Vertrau mir, er gibt immer den Unantastbaren, aber ist leicht zu durchschauen. Okay, ich hoffe, das wird reichen, um ihn zu besiegen, also nicht töten. Ich wollte schon was töten sagen, aber den Typen brauchen wir ja. So, wir haben aber noch 20 Attributspunkte. Einmal Nahkampfwaffen habe ich geskillt. Gute Waffe habe ich jetzt nicht wirklich. Ich werde es erstmal so probieren. Tatsächlich einfach mal. Komm, Schnellspeichern reicht schon. Nee, sonst war da nichts Besonderes mit der Ratte. Aber ich glaube, die Janine ist einfach ein großer Fan von Ratten. Und deswegen war das. Habe ich sie wahrscheinlich gerade ordentlich enttäuscht damit, dass ich so im Vorbeigehen einfach die Ratte getötet habe. Hier, der geht aufs Haus. Du glaubst wohl, wenn du mir jetzt einen ausgibst, dann schlage ich weniger hart zu, wenn es drauf ankommt? Falsch gedacht. Aber gib schon her. Wegen der Arena. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Ich will gegen dich antreten. So, so. Das wird jetzt hart. Wohl nur, weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spiel. Wenn ich dich jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Stimmt, der Harvey. Oh, tut mir leid, Harvey. Ich weiß nicht, ob er mich versteht, aber... Ja, das tut mir jetzt natürlich leid, dass ich ihn jetzt auch so enttäuscht habe. Aber manchmal muss man bereit für ein Duell tun, was man tun muss. Mehr als das. Triff mich in der Arena. Aber man muss es so bedenken. Ich habe im Arena-Kampf eine Ratte und diesen Typen besiegt. Also, ich meine, ne? Das muss man ja auch mal würdigen. Hat man dauernd angebaggert. Ich warte hier. Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. Tja! Oh.
Wow, okay, ich habe den fast schon platt. Wow, das ist ja wirklich gut, den zu vergiften vorher. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre jetzt ordentlich richtig harte Nummer. Was geht hier? Oh, das ist aber noch eine Ratte. Okay, die lasse ich am Leben. Der Schädel. Du Mistschwein hast mich besiegt. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Ich habe gewonnen. Zahl mich aus. Meine eigene Niederlage aus eigener Tasche bezahlen. Dass es so weit kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. Seinen riesigen Knopfaugen. Ja, das glaube ich, dass der so schöne Glubschaugen hat. Knopfaugen. So. Ja, jetzt bin ich hier der Oberking. Nicht weitergehen. Ich habe sogar Big Jim in der Arena besiegt. Das heißt, ich glaube, ich sollte Chloe nochmal, also einen Abstecher bei Chloe machen. Um ihr zu sagen, dass die Schulden behoben sind und sie sich nicht mehr sorgen muss, dass sie Blake noch auszahlen muss, weil Blake ist tot. Crazy Red ist jetzt am Start. Hier auch noch ein paar Ratten. Also wer Ratten mag, ist hier auf jeden Fall bei den Outlaws richtig. So, Ray läuft jetzt hinterher. Davon will ich gar nichts. Immer noch dabei. Das ist schon mal schön. So, Chloe, die sitzt da hinten auf ihrem Thron. Bist du dir sicher? Neben einem 11% Gefälle oder Steigungsstraßenschild. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Chloe zu tun hat, aber ich rede einfach mal mit dir. Du hast meine Schläge also überlebt? Merk dir diese Lektion. Wir sind jetzt quitt. Aber wehe, ich erwische dich hier nochmal beim Clown. Oh, was ist jetzt denn los? Abgebrochen, bitterer Nachgeschmack. Kann ich jetzt nicht mit dir reden oder muss ich das anscheinend bei William sagen? Wieso kannst du nicht einfach zu Crazy Red gehen und ihn töten und seine Position einnehmen? Gute Frage. Also, bei Gothic, was von den gleichen Entwicklern ist, gibt es sowas. Im zweiten Teil nämlich, im Banditenlager, da mordest du dich quasi auch immer hoch. Du kannst im Prinzip alle töten oder halt einfach nach und nach immer diese Anführer ausschalten und dann steigst du immer weiter im Rang. Da ist das machbar. Ach nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ja zu diesem William. Moment, was sagt mir eigentlich über die Aufgabe im Namen der Familie? William. Ah, bin ich richtig. Versuch es doch. Ich glaube echt nicht, dass das geht. Das wäre ja dann teilweise viel zu einfach. Weil im Rang aufzusteigen, ich glaube, die erwarten generell mehr davon, als das, was er jetzt gemacht hat von uns. Denn bis wir hier akzeptiert werden, das dauert eine Weile. Bis man uns sagt, hey, okay, du steigst im Rang. Ist halt ein anderer Fall, weil Red hat ja diese ganzen Gefallen eingelöst und so weiter mit seinem perfiden Plan und deswegen wird das wahrscheinlich auch so akzeptiert. Warum hast du Iron Madison getötet? Weil es meine Angewohnheit ist, Ungeziefer zu zertreten. Du
kannst doch nicht einfach unsere Leute umbringen. Ich dachte, hier tut jeder, was er will. Bist du mir gerade bewusst ans Bein? Glaub mir, solche Aktionen merke ich mir. War's das jetzt? Natürlich. Es sei denn, du hast mir noch etwas anderes zu berichten. Ihr braucht eine neue Wache am Nordtor. Wieso? Was ist passiert? Spike ist tot. Und ich kann mir auch denken, warum. Der Penner war mir schon immer eine Spur. Ich habe jetzt schon zwei von denen getötet. Sei's drum. Besser, wir sorgen schnell für Ersatz. Such die drei, Ryan auch noch. Sag ihm, dass er ab sofort Spikes Job übernimmt. Normalerweise treibt er sich in der Nähe der Arena rum. Es sollte nicht weiter schwer sein, ihn zu finden. Ich habe also jetzt Ryan und Iron Madison und Spike getötet. Vor hier aus dem Lager. Und ich bin dafür verantwortlich, dass Red Blake getötet hat. Also ich glaube, ich habe schon so einige getötet, damit ich hier ein bisschen nachrutsche hier. Lass ihm den Hundegarten. Ja, mach das mal. Wegen der Hauptmänner. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch drei Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Ich habe mich um Chloes ausstehende Schulden gekümmert. Red, oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Egal, auf jeden Fall hat er mir Chloes ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Was ist mit meiner Bezahlung? Wie bitte? Von einer Bezahlung war nie die Rede. Aber gut, ich will mal nicht so sein. Ja, ich... Dominik, du brauchst mir das nicht zweimal schicken. Ich lese das immer schon. Nur ich muss halt auch die Dialoge abwarten und mir anhören. Und dann gehe ich drauf ein. Ja, die Kulleraugen jedes Mal, das muss ich jedes Mal sehen, wenn ich diese Rüstung mir angucke. Ich will die zwar auch haben, aber das ist schon witzig. Achso, Mad Bob möchte noch, dass ich diesen ausstehenden Schrottlieferungen auf den Grund gehe. Ja, dafür müssen wir nämlich ein bisschen weiter weg, ne? Das ist nämlich hier, außerhalb des Lagers. Okay, da müssen wir nämlich mal schauen. So, dann gehen wir doch mal in Richtung der... Obwohl, vielleicht sollte ich noch mal kurz hier schlafen, damit wir nicht gleich im Dunkeln draußen rumlaufen. Und ich gucke mal, ob ich mir eine bessere Waffe kaufen kann. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Also bei ihm schon mal nicht. Ich glaube, hier gab es aber noch einen Waffenhändler. Oder vielleicht ist er einfach Waffelhändler. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Kettenschwert. Oh, dafür brauche ich aber noch Geschicklichkeit. Hat aber weniger Schaden tatsächlich. Was? Wieso das denn? Zwinge. Meine Waffe macht schon 30 Schaden. Die ist also gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ah ja. Was macht der denn? Ach, der pinkelt dahin. Ich kann
kann gerade nicht. Okay, dann lasse ich dir mal in Ruhe pinkeln. Ich wollte schlafen gehen. Ach, Moment mal. Dann darf ich das... kriege ich nochmal zurück. Gut, dass er jetzt gerade nicht auf irgendeinen Schlafsack pinkelt. Ah, wo haben wir denn ein Bett? Hier ist auch keins. Der sieht aus wie eine Frau. Ja, der hatte halt lange Haare, ne? Hatte ich früher übrigens auch mal. Ich kann nicht bei ihm in der Hütte schlafen, ohne dass er mich umbringt. Ja, schön rein und rausgeschlichen. Er schläft wahrscheinlich auf seinem Thron. Wieso sieht jeder zweite Red aus? Ja, das ist manchmal bei den Piranha-Bytes-Spielen so, dass sie sich wiederholen optisch. Einige sehen aus wie Red, haben aber dann ein anderes Gesicht, haben halt die gleiche Frisur. Das ist eine Frau zum Beispiel gewesen gerade. So, oh, dann springen wir mal hier runter. Hier ist auch schon mal jemand runtergesprungen. Hier auch. Ordentlich einen Krater hinterlassen. Oh, das ist eine Mine, da muss ich aufpassen. Die sollte ich am besten mal aktivieren. Bevor ich da reinlaufe. Okay, ein junger Schakal, der ist irgendwie nicht so schwer wie die anderen Schakale. Okay, und er ist schon tot. Sehr gut. Das ist das Gute, wenn man dann noch einen guten Begleiter hat wie Ray. Dann ist das alles auch ganz gut machbar. Das ist zum Beispiel so ein Aasfresser. Die gibt es nämlich auch in Gothic. Und nach den Viechern habe ich quasi mich immer benannt. Also meinen Online-Namen. Diese Scavenger. Also Aasfresser ist halt Deutsch für Scavenger. Hier haben sie diesmal den deutschen Namen genommen, anstatt den englischen. Nein, Ray heißt Ray. Den werden wir nicht umbenennen. Der behält seinen Namen mal schön. Ray ist schön kurz, kann man schön sagen. Eine Silbe. Super. Das bleibt alles hier so, wie es hier ist. Da wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Was ist denn für ein Vieh jetzt hier? Bin schon oh, dran. Wüstenteufel. Ja, Ray, mach das mal.
Mein Bruder hat mal versucht, an einem dieser weißen Türme hinaufzuklettern. Kommt da noch was? Nö, er hat's nicht geschafft. Ja, T-Rex war auch Jäger und Aasfresser zugleich, exakt. So, wo bleibt denn die Lieferung jetzt aus? Hier unten irgendwo. Oh, da haben wir aber ein paar fiese Gegner. Hat Ray unendlich Leben. Ja, also es kann sein, dass er im Kampf besiegt wird, aber er steht wieder auf, wenn der Kampf vorbei ist, dann lebt er wieder. Also der geht nur zu Boden, aber er stirbt nicht. So, jetzt brauche ich aber mal wieder ein paar Heilutensilien. Ah, okay, ein paar kleine Heiltränke haben wir hier noch. Noch ein paar Ratten. Huch, was hast du denn hier verloren? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Außenstehender in diese Gegend findet. Die Ruinen locken normalerweise nur Banditen an. Aber wenn du ein Bandit wärst, hätte ich sicher eine Kugel im Schädel. Ja, Ratten, genau. Du bist Schrottsammler, richtig? Ja. Und es ist ein hartes Brot hier draußen. Und wenn man sich nicht zu wehren weiß, dann bleiben einem nicht einmal ein paar Krümel übrig. Du scheinst oft Ärger zu haben. Ja, ich ziehe ihn förmlich an. Meistens werde ich Opfer meiner eigenen Leute. Da bringt es mir auch nichts, dass ich oftmals mehr aus den Ruinen raushole als die anderen Sammler. Überhaupt kann ich froh sein, wenn genug übrig bleibt. Andernfalls lassen sie mich am langen Arm verhungern. Ein Menschenleben zählt hier nicht viel. Nein, Dominik, nenn ihn bitte auch Ray, weil sonst haben wir ein paar kommunikative Probleme und ich, das ist dann ein bisschen irritierend. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Okay, du bekommst im Frühling neuen Zuwachs. Neue Haustiere. Du verheimlichst mir etwas. Nein, ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das... Ich kann dir nichts sagen. So wird das nichts. Ah, Batagame, okay. Ich schufte wie ein Verrückter und übrig bleibt nichts. Okay. Gibt es anscheinend neue Herren der Insel. Da vorne nämlich sollen wir hin.
Wegen der Schrottlieferung. Da gibt es ja anscheinend ein paar Probleme. Ist okay, verstehe, aber wenn du ein anderes Spiel neu anfängst und einen Helfer bekommst, muss er immer Gordes Lightning heißen, zur Ehre vom Echten. Hör mal, ey, deine Vorschläge. Dieser Name hat's dir angetan, ne? Der ist lang. Was haben wir denn hier unten? Ach, ich glaube, das waren so richtig harte Gegner eigentlich. Also ich darf hier ja leider keine Haustiere halten. Ich hatte früher aber auch welche. Ich hatte ja vor 2 Jahren noch Nymphensittiche und davor, also die Nymphensittiche waren nicht meine, aber waren halt auch bei mir in der Wohnung. Aber früher hatte ich auch noch einen Kater gehabt. Ich finde diesen Namen einfach zum Knüpfen. Mein treuer Begleiter heißt Tyson. Da kommen aber schon die Banditen angerannt hier. Gut gelaunt und... Wow, mit Blutungsschaden sogar. Boah, der hält aber ordentlich was aus hier. Das ist... Ja, ich glaube, ich sollte diesen Weg meiden und sollte direkt zur Insel schwimmen. Ich habe spontan Lust zu schwimmen. Machen wir das mal so. Schwimmen wir da einfach mal hin. Wenn ich könnte, würde ich die Alps hier antanzen lassen und ins Meer treten. Nun müsste ich mir wohl ein zweites Paar Stiefel für das Vorhaben zusammenkratzen. Ja, Dominik. Ich bin ja froh, dass wir das Alien aus Alien Isolation nicht so genannt haben. Das wäre Hardcore gewesen. So, hier ist bestimmt irgendwo ein Teleporter. Bevor ich hier das nämlich regel, will ich den mal aktivieren. Da hinten ist er auch schon, ich sehe ihn sehr gut. Sieht aber auch cool aus, irgendwie. So, drehen wir mal mit dem Chef hier. Nämlich mit dem Volkmar. Kalan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Ich habe vor, mich ihnen anzuschließen. Du willst dich diesem Ungeziefer anschließen? Angesichts dieser Umstände wäre es klug von dir, meine Gastfreundschaft nicht übermäßig zu strapazieren. Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht. Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Ja, das kann man nämlich tatsächlich so machen, wenn man einen Kleriker spielt, diese Suggestion erlernen, dann kann man quasi wie ein Jedi-Meister den Leuten Befehle einflüstern. Auch ganz witzig. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun, dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben. Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Ja, das ist die Frage. Was soll ich tun? Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Ja, lassen wir ihn jetzt weiter hier arbeiten? Nee. Vergiss es. Ist das dein letztes Wort? Ja. Dann begrabe ich dich an Ort und Stelle. Du gefährdest meine Operation. Stirb! Ich erledige ich im Handumdrehen. Jetzt geht's rund! Okay, jetzt greift er mich direkt an mit seinen Kumpanen. Okay, es ist also keine kluge Entscheidung, dass man sich gegen ihn stellt. Dann versuchen wir es doch jetzt mal ein bisschen diplomatischer. Gerade am Anfang vom Spiel. Und danach ein Savegame erstellt. Hör auf zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Ich wollte nicht schleichen, ich wollte eigentlich rennen. Obwohl, das ist eigentlich machbar. Wenn wir es geschickt anstellen. Jawohl, den haben wir gleich. Oh, jetzt kommt noch so ein... Ja, toll. Dass die Spinne jetzt da noch mit... Oder mit der Ripper... Okay, Volkmar ist tot. Okay. Schluss jetzt. Gut, dann...
flüchte ich mal gerade ins Wasser. Ich war gerade beschäftigt. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht drauf reagieren konnte. Ich habe ihn aber trotzdem gelesen. Schluss jetzt. Oh, was jetzt? Jetzt kommt er übers Wasser, oder was? Schluss jetzt. Schluss jetzt. Okay, der Ray rennt wieder mit gezogener Waffe jedes Mal. Ins Meer. Na gut. Dann teleportiere ich mich mal zurück ins Lager. Versuchen wir mit dem Müllbaron zu reden. Haben wir die Situation halt jetzt mal mit Gewalt geregelt. Ja, kann ich dir nur zustimmen zu deinem Kommentar. Also ich sollte noch mal ein paar Heilutensilien in die Leiste ziehen. Das klingt immer so komisch. Aber es gibt bestimmt noch... Ich habe doch bestimmt noch irgendwie Fleisch zu braten. Muss ich mal... Ein bisschen Trockenfleisch kann ich nehmen. Gibt's auch schon irgendwo noch eine Pfanne? Oder irgendwas, wo ich das braten kann? So ein Lagerfeuer. Wer soll denn damit rechnen? Wenn nur die Hälfte davon stimmt. Wegen der Gefallen. Nee, ich bin gerade eigentlich an dem vorbeigegangen, den du meinst. Ja, müsste eigentlich so sein. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Hört, hört. Da hast du wohl mächtig auf den Busch geklopft. Ja, die Insel im Süden wird in Zukunft genug Metall für dich abwerfen. Es freut mich, dass du gute Nachrichten im Gepäck hast. Schlechte liegen schwer im Magen und haben zu viele Nebenwirkungen für meine Männer. Willst du die Einzelheiten hören? Nein, mich interessiert nur mein Schrott. So einfach ist das. Hier, wie versprochen, der Anteil für deine Hilfe. Wegen der Gefallen. Was steht als nächstes an? Ah, du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Dir quillt der Eifer ja aus allen Poren. Das sehe ich gern und ich will dir auch sagen, warum. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Und was soll ich tun? Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden. Das verstehst du doch sicher. Nimm dir die Arbeit ab und wird sich für dich bezahlt machen. Kennst du SimCity? Ja, ich kenne das. Das ist aber auch schon so alt. Das hat wahrscheinlich die Janine früher noch gespielt, als das rauskam. Wem schuldest du etwas? Ace, vielleicht bist du ihm schon begegnet. Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen. Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Ja, ein paar neue Zuschauer, stimmt schon, sind schon dabei gekommen. Denkst du, er hat betrogen? Vielleicht, aber das ist nicht wichtig. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich zahle. Immer.
1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Ich begleiche deine Schuld bei Ace. Tu das. Hier hast du die Splitter. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab, unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden. Der Chat ist wohl tot auf dem Tablet. Ist der auch bei den anderen tot? Weil bei mir funktioniert er eigentlich. Sonst schreibt mal kurz was, um zu überprüfen, ob das jetzt bei mir auch nicht hängt. So, in der Zwischenzeit gucke ich mal gerade, dass ich diese Quest hier... Bei dir auch. Bei dir hängt der Chat auch. Bei dir funktioniert's, okay. Ja, bei mir eigentlich auch. Also bei mir klappt's eigentlich. Okay, dann begleichen wir mal gerade die Schuld noch bei Ace. Ja, so am frühen Morgen wirkt das doch hier eigentlich ganz schön. Bei den Outlaws. Ach, ich wollte da rein. Jetzt habe ich gerade auf den Chat geguckt und habe jetzt irgendwelche komischen Aktionen hier gemacht. Naja. Die Schufterei muss mal ein Ende haben. So, Ace, den haben wir ja schon mal getroffen. Das ist ja der Profispieler hier. Wo haben wir ihn? Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Er zahlt tatsächlich? Die Jungs hatten mir alle davon abgeraten, mich auf ein Spiel mit ihm einzulassen. Als ich ihn dann über den Tisch gezogen habe, dachte ich schon, er macht kurzen Prozess. Aber jetzt zahlt er auch noch. Es hat sich also tatsächlich bezahlt gemacht, nicht auf die Idioten zu hören. Er hat mir auch noch eine Kiste mitgegeben. Was soll ich mit einer dämlichen Kiste anstellen? Ich habe sie nicht geöffnet. Weißt du was? Stell sie einfach in der Hütte von meinem Bruder und mir ab. Neben ein paar toter Ratten wird eh nichts von Wert in dem Ding sein. Okay, ich habe schon eine Ahnung, was in der Kiste sein könnte. Stellen wir sie doch mal da ab, bei ihm zu Hause. Das klingt natürlich ein bisschen verdächtig. Ja, du machst mittlerweile den größten Teil des Chats aus, das stimmt. Also seitdem du dabei bist, ja. So, hier haben wir ein Lagerfeuer. Gebratenes Fleisch. Ja, machen wir das mal. 24 Stück, ja, immerhin. Aber das ist ja zum Glück noch ganz übersichtlich im Chat. So, hier haben wir jetzt die Hütte. Das ist wahrscheinlich die vom... von Ace und seinem Bruder. Ist sein Bruder eigentlich auch drin? Brot. Ich nehme das Brot mal mit. Ja, freue mich, dass du deinen Spaß hast. Das ist natürlich nett von dir. So, dann muss ich jetzt wieder zurück zu Ace oder zu dem anderen? Wo habe ich denn die Aufgabe jetzt?
nochmal hergehabt. Das war der, wie hieß er? Crazy Bob war das, glaube ich. Oder, nee, Mad Bob hieß er. Crazy war Red. Crazy Red, Mad Bob. Wenn das jemand hört. Wegen der Gefallen. Du kannst den zweiten Gefallen als erledigt betrachten. Darauf habe ich gewartet und du kommst genau richtig. Wenn ich richtig informiert wurde, dann ist unser Überraschungsgast soeben eingetroffen. Und er wird sicher einen Blick auf das Präsent werfen. Warum glaube ich, dass ihm die Überraschung nicht gefallen wird? Er wird nicht die Zeit haben, darüber zu entscheiden. Wie darf ich das verstehen? Hör einfach genau hin. Was war das? Das war meine Überraschung. Spade ist das war schon fies. Heute in die Luft geflogen. In der Kiste war eine Bombe? Exakt. Und das hat das Schwein wohl auch gemerkt. Das war gute Arbeit von dir. Ja, gut. Einfach bezahlt werden. Ich will bezahlt werden. Wie ich schon sagte, ich zahle immer. Hier die Bezahlung. Und es steht dir frei, die Hütte zu beziehen. Auch wenn sie jetzt stark renovierungsbedürftig sein sollte. Wow, Bob, also manchmal... Sprich dich ruhig aus. Lass gut sein. Ja, man weiß wohl, warum man ihn Mad Bob nennt. Den YouTube-Videos kann ich gar nicht mehr gucken. Das ist ja dann der aufgenommene Stream, da bin ich ja bei jedem dabei. Ja, ich habe aber ja noch viele alte, also wenn du noch ein paar nachholen willst, ist ja ordentlich noch was dabei. Warum verschwendest du einen Gedanken dabei? Ist natürlich dann nicht interaktiv. So, aber jetzt habe ich mit Mad Bob geredet. Ich sollte nochmal mit William reden, weil ich habe ja jetzt quasi, glaube ich, alles erfüllt für die drei... Nee, das waren ja ursprünglich mal vier, jetzt sind es nur noch drei Anführer der verschiedenen Viertel in dem Lager hier. Wegen der Hauptmänner. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut, wir brauchen das Metall dringend. Hier hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Wenn du dich uns anschließen willst, dann werde ich dir nicht mehr im Weg stehen. Ja. Vielen Dank dafür. Und meine Dankbarkeit äußert sich normalerweise in Form von Elixit. In deinem Fall allerdings erinnere ich mich an die Geschichte mit Iron Madison. Was nichts anderes bedeutet, als dass du rein gar nichts von mir bekommst. Denn ich muss die Kohle investieren, um einen passenden Ersatz zu finden. Gib mir wenigstens einen Teil der Splitter. Hast du denn auch nur einen Teil von ihr am Leben gelassen? Nein. Also jammere nicht rum. Okay, ich hätte Iron Madison nicht töten sollen. Also zumindest nicht so früh, irgendwann schon. Ja, genau, die kannst du dann gucken. Wenn ich nicht streame, genau. Ich möchte mich den Outlaws anschließen. Das freut mich zu hören. Aber glaube ja nicht, dass ich dich anders behandeln werde als die anderen. Nur weil du mir einen großen Gefallen erwiesen hast. Du wirst trotzdem mit dem untersten Rang bei uns anfangen. Und denk dran, diese Entscheidung ist endgültig. Einmal ein Outlaw, immer ein Outlaw. Verstanden? Ja. Ja, ich will mich euch anschließen. Alles klar. Dann haben wir jetzt ein paar Dinge zu klären. Super, neue Stufe und wir sind jetzt ein Outlaw. Also, du hast dich als würdig erwiesen, bei uns aufgenommen zu werden. Das ist eine Ehre für dich. Ich hoffe, du weißt das auch zu schätzen. Doch muss ich dich warnen. Nur weil du unsere Klamotten und unsere Waffen tragen darfst,
heißt das noch nicht, dass ich dir alles durchgehen lasse. Du handelst von jetzt an im Namen des Dukes. Also, komm bloß nicht auf die Idee, uns zu verarschen. Wenn mir zu Ohren kommt, dass du mit den Berserkern paktierst, oder du mit den Klerikern... Naja, du verstehst schon, was ich meine. Wenn du also nicht im Sinne von... gegen uns, gegen unsere Familie eben. Dann hast du die Konsequenzen, du weißt schon. Dann wirst du sehen, was du davon hast. Ist das alles? Nein, natürlich nicht. Du hast selbstverständlich noch deine Pflichten hier zu erledigen. Ja, diese coole Augen, die sehe ich auch jedes Mal. Dafür zu sorgen, dass hier alles in Schuss bleibt, klar? Dafür ist den Kampf mit unseren Waffen lernen. Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt, oder? Also, erledige jetzt deinen Job und mach dich nützlich, Outlaw von Tavar. Okay, jetzt haben wir auch die Rüstung schon mal. Eine Outlaw-Rüstung. So, kriege ich denn auch noch weitere Teile davon bei ihm? Ich habe jetzt quasi nur das Oberteil. Ich will eine bessere Rüstung. Du hast doch gerade erst eine Läuferrüstung bekommen. Und du willst jetzt schon eine bessere? Du kriegst den Hals wohl nicht voll, was? Besser gepanzerte Rüstungen sind unseren Schlechtern und den Vollstreckern vorbehalten. Wenn du also eine bessere Rüstung haben willst, dann wirst du etwas dafür tun müssen. Ja, Dominik, ich bin auch Brillenträger, ja. Und was genau muss ich machen? Du musst beweisen, dass du dem Duke und seinen Hauptmännern den Rücken frei hältst, wenn es darauf ankommt. Jeder der drei Hauptmänner muss dir seine Zustimmung geben. Vorher passiert hier gar nichts. So, melde dich bei Mad Bob, Chloe und Blakes Nachfolger Crazy Red. Und wenn du ihre Stimmen hast, komm wieder zu mir. Dann sehen wir weiter. Okay, um im Rang aufzusteigen, brauchen wir natürlich Fürsprecher. Ich gucke jetzt mal bei Crazy Red noch vorbei. Wer weiß, ob er neue Sachen im Angebot hat. Oder vielleicht hier vorne der Gemischtwarenhändler oder der Waffenhändler. Damit wir uns auch schön ausrüsten dafür, dass wir jetzt Outlaw sind. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Ja, die Zahnaxt ist tatsächlich neu. Die hatte der vorher nicht. Kettensäbel, Kettenschwert. Oh, Kettensäbel, der ist natürlich... Der ist natürlich besser. Unsere Waffe können wir aber noch nicht tragen. Was ist denn hier? Schrotflinte. Das nehme ich aber. Geschicklichkeit brauche ich da. Okay. Ein Schrottschild. Ja, kaufe ich mir auch. Und... Ich glaube, der Kettensäbel... Den nehme ich mir auch mal mit. Das Ding verkaufe ich. Die Werkerrüstung, die brauche ich auch nicht. Stoffkapuze kann weg. So. Dann rüste ich mich mal aus. Schon mal ein bisschen. Ja, okay. Oh, jetzt habe ich hier Kopf von dem Typen im Bild. Ich habe nämlich immer noch die Jägerhose. Aber ich hätte ja schon gern so eine Outlaw-Hose. Schrotflinte, Geschicklichkeit fehlt mir. Ach, okay, ich muss ein bisschen... Gehe ich mal ein bisschen auf Geschicklichkeit hier. So, jetzt sollte ich die Schrotflinte tragen können, anstatt den Bogen nämlich. Und den Kettensäbel anstatt die Axt. Den Schrottschild. Rüste ich auch mal aus. So, da haben wir jetzt auch mal ein Schild und wir haben so eine Art
Kettensägenschwert. Das ist natürlich auch was Feines. Würde auch besser hier reinpassen, damit wir nicht mehr so mittelalterlich rumlaufen. Ist ja schon wieder am Pinkeln, der Typ hier. Hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. So, aber ich schau mal vorbei bei Crazy Red. Für die Rüstungen nämlich. Ich vermute mal, er verkauft die Rüstungen. Das geht mir am Arsch vorbei. Ich bin jetzt 5 Stunden beim Streamen. Oh je. Oh, wir haben schon 1 Uhr durch, ja. Und ihr seid immer noch hier. Ihr seid ja auch irre. Sieh mal einer an. Mein Freund ist erwachsen geworden und hat sich einer Fraktion angeschlossen. Und auch noch der richtigen, wie ich sehe. Es freut mich für dich, dass du deine Wahl getroffen hast. Da wir einiges zusammen durchgemacht haben, stehe ich dir gerne zur Verfügung, wenn du mich brauchst. Okay. Ich brauche deine Zustimmung, damit William mir einen höheren Rang gibt. Weißt du, irgendwie ist es paradox. Wir nennen uns die Outlaws. Menschen ohne Regeln und Gesetze. Und trotzdem brauchst du meine Zustimmung, um einen Rang aufzusteigen. Ist das nicht irgendwie seltsam? Naja, ich glaube, das ist einfach die Natur des Menschen. Er beschützt, was er hat und will niemanden neben sich. Das ist nett von dir, Dominik. Also, bekomme ich jetzt deine Stimme oder nicht? Natürlich, mein Freund, nicht so ungeduldig. Du sollst meine Zustimmung haben. Allerdings, ja, ich weiß, was du jetzt denkst. War klar, dass der alte Red mir seine Zustimmung nicht einfach so gibt. Aber ich bräuchte wirklich deine Hilfe bei einer Kleinigkeit. Da ist etwas, das ich nicht selbst erledigen kann. Wenn du mir dabei hilfst, bekommst du meine Stimme, versprochen. Soll ich ihm sagen, dass er mich genug ausgenutzt hat? Aber ach komm, ich sag einfach mal, wobei brauchst du meine Hilfe? Nicht, dass er mir seine Stimme verweigert. Wobei brauchst du meine Hilfe? Zusammen mit Blakes Position habe ich auch seine Pflichten übernommen. Eine davon ist es, die Schutzgelder der Jungs hier einzusammeln. Dafür wurde mir Burns zugeteilt. Er ist neu hier im Lager und ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich pissen kann. Ich will, dass du ihn überwachst und mir sagst, ob er mich bescheißt. Würdest du das für mich tun? Ich werde Burns für dich überwachen. Das ist es, was ich hören wollte. Auf dich ist Verlass, mein Freund. Also, ich will, dass du Burns unauffällig folgst, während er die Schutzgelder einsammelt. Wenn du das tust, dann achte darauf, wie viel Splitter er den Jungs abnimmt. Wenn er wieder bei mir war und mir die Schutzgelder übergeben hat, sagst du mir, ob die Summe gestimmt hat. Alles klar? Gut, da läuft er auch schon. Los, hefte dich an seine Fersen. Ich wollte eigentlich mit ihm handeln erstmal. Zeig mir deine Ware. Na gut. So, Werkerhose. Schachterhose. Nee, er hat nichts Besonderes. Okay, dann mache ich das jetzt gerade noch. Hey du, du hast mit dem Burns. Natürlich nicht. Da werde ich gleich beenden. Den Namen Blake vergisst du besser ganz schnell wieder. Crazy Red hat hier jetzt den Laden übernommen. Also her mit den Splittern. Schon gut, hier hast du die 100. Oder ist das jetzt mehr geworden? Nein, 100 sind richtig. Wir sehen uns nächsten Monat. Okay, 100 hat er jetzt schon mal eingesammelt. Crazy Red will ja wissen, ob er ihn bescheißt. Ja, ja, ich weiß, du bist wegen dem Schutzgeld hier. Ich zahle für mich und meinen Kumpel. 200 Splitter, richtig? Ein
anständiger Bürger, was? Sowas habe ich gern. Ja, 200 Splitter sind richtig. Die Firma dankt. Gut, also 300 habe ich jetzt zusammen. Was willst du, Burns? Ich hab dir nichts zu sagen. Ich bin nur hier, um das Schutzgeld für Crazy Red einzusammeln. Was? Du arbeitest jetzt für diesen Spinner? Ja. Bitte bezahl einfach, okay? Ich will keinen Ärger. Ihr zwei habt euch wirklich verdient. Hier hast du die 50 Splitter Schutzgeld. Jetzt geh mir aus den Augen. Aber das sind 50 zu wenig. 200 waren das, nicht mehr abknöpfen als nötig, weil er für seinen Kumpel mitbezahlt hat, Dominik. Nein, schon gut, ich bin schon weg. Hey, verfolgst du mich etwa? Verpiss dich, ich bin hier am Arbeiten. Okay, von ihr hat er jetzt 50 eingesammelt und von den anderen insgesamt 300. Also 350 müsste er jetzt bei Crazy Red abgeben. Wo ist er denn jetzt hin? Da läuft er. Jo, kein Problem. Boah, dieses Kettensägengeräusch, wenn man die Waffe zieht. Die werden wir dann nächstes Mal schön austesten. Und? Hast du das Schutzgeld? Ja, genau 300 Splitter. 100 von jedem von ihnen. Und das ist auch sicher alles? Das ist alles. Ich schwöre es auf meine tote Mutter. Na gut, du kannst gehen. Burns war bei mir. Ich nehme an, du hast ihn verfolgt? Dann schieß mal los. Ja, er lügt, genau, du sagst es. Wegen Burns. Er war hier und hat mir 300 Splitter gegeben. Dann erzähl mal, hat er mich beschissen? Ja, er hat dir nicht alles gegeben. Damit habe ich bereits gerechnet. Danke für die Bestätigung, mein Freund. Leute wie ihn kann ich in meinen Reihen nicht gebrauchen. Genau, 50 zu wenig, ja. Ich werde mich gleich um ihn kümmern. Aber erst zu dir. Du bekommst meine Stimme. Ich werde William gleich Bescheid sagen lassen. Und für Burns habe ich mir schon eine ganz besondere Aufgabe ausgedacht. Wir sehen uns, mein Freund. Okay, so, wir haben Crazy Red zufriedengestellt. Dann brauchen wir nur noch zwei weitere Fürsprecher, dann kriegen wir auch die nächste Rüstung. Gut, ich denke mal, das werde ich dann morgen auch weiterspielen. Und quasi so als Verabschiedung kurz vor den Feiertagen dann noch einen letzten Stream und dann erstmal ein paar Tage Pause machen, weil ich bin ja auch weg, wie gesagt. Und ich gucke da mal, wann ich wieder da bin, das werde ich dann bei Twitch reinigen. Und von daher, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao.